Hallo Leute, ja, wir sind hier in Reus 2, Vorschau Nummer 3. Haben hier letztes Mal, wenn ich mich richtig entsinne, den hier, den Giganten hier hingeschickt und haben da was umbauen wollen. Moss Age Agate. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der es gemacht hat oder nicht. Da müssen wir mal gucken nach dem Logo, ob wir da was geändert haben oder nicht. Weil wir wollten ja hier noch diesen einen Technologiepunkt haben, damit das dann vorangeht, ne? So, Output off. Desktop und okay, jetzt seht ihr wieder was. Ja, das ist jetzt hier die Frage. Hier ist momentan Geld. Kriegen wir da etwas geändert, dass das kein Geld ist, sondern Technologie ist? Hier wird es irgendwelche Schneckenausgaben geben. Hier würde es auch diese Schnecken geben und hier wird es das Geld geben. Hier Geld. Da Obst. Ja, Technologie können wir wahrscheinlich gar nicht kaufen, ne? Kann das sein? Schnecke, Obst, Obst, Schnecke und Obst. Das heißt, das müssen die wahrscheinlich selber fabrizieren, oder? Kann man denn hier irgendwo was erweitern mittlerweile? Aber jetzt kommt der da hinten an. Aber jetzt habe ich hoffentlich nicht was angeklickt und der macht das jetzt, ne? Also hier stehen ja 53 Äpfel und 53 Geld. Hier stehen 20 von diesen Schnecken. City-Status ist hier. Technology of the City. Raised by Science. Within Borders. Ah, das geht hoch, wenn ich mehr von den Schnecken mache. Das würde bedeuten, ich müsste das Geld tatsächlich doch hier wegnehmen und da mehr Schnecken hinbauen. Was wäre denn hier das Ideale? Hier war jetzt nichts bei, dann kann es ja nur hierbei sein, ne? Hier, 15. Aber das ist schon hier, oder? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Iron. Achso, und das wird sich jetzt hier und dann wird es umgeändert, oder? Ja, dann kriege ich jetzt eine zweite Mine. Dadurch wächst das Dorf in Richtung Technik. Hoffe ich. Ja, 8. Stand da gerade. Hier steht jetzt 8. Steigt das jetzt hier auch? Dann würde ich diese Mission hier abschließen, oder? Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt hier? Ah, das ist an der falschen Stelle. Ha! Das war also nix. Ja, Iron müssen wir jetzt hier haben. Warte mal, da müssen wir erstmal gucken, was es hier gibt. Hier gibt es 10. Ah, hier gibt es Geld. Das heißt, wir können dieses hier mal umändern. Dann müsste das funktionieren. Da haben wir da natürlich gerade versagt, weil das hier irgendwie die Pirates Town war. Und da haben wir was Falsches ausgewählt dann. Die müssen wachsen von der Popularität her. Population her. Und hier sind es 4. Keine Ahnung, was es für ein Symbol ist. Aber er macht es jetzt hier und dann müsste diese Mission ja vorangehen, oder? Das haben wir geschafft. Der sind jetzt auf 8. So, das heißt, wir können hier jetzt einen Draft machen, oder? Draft Desert. Desert. Hier kann man 75. Ja, keine Ahnung, wofür die Schnecke steht, ne? Da gibt es eine Klapperschlange und eine Palme, Fächerpalme. Hier gibt es Topas als Edelstein oder Jasper auch als Edelstein. Da gibt es Geld und da gibt es Geld und hier gibt es Geld und da gibt es Dingens. Ich glaube, wir nehmen das. Anlocken wir mal das. Jetzt wächst die Stadt auch, glaube ich, dadurch, ne? Sind all your Eons, die sind hier oben.
Ich glaube, wir sind da schon durch, ne? Hier können wir nichts mehr machen bei den Drafts. Select Biom geht nicht. Erledigt. So, Sage Town muss wachsen. Die sind hier. Keine Ahnung, wie die wachsen. Dafür brauchen sie mehr Food. Das würde bedeuten, ich müsste jetzt hier schauen, dass ich hier essensmäßig mehr mache. Ich glaube, 10 war hier schon das Größte, ne? Apple Tree. Könnte ich jetzt den zum Beispiel machen. Der kommt dann schon. Der. Oh, Rabbits gibt es 15. Dann machen wir das da mal hin. Können wir das... Oh, guck mal, jetzt wächst es hier ganz schnell. Okay. Jetzt haben sie schon 16. Steigen immer noch. Steigen immer noch. 17. Jetzt habe ich ja den zweiten hier noch gemacht mit den Rabbits. 18. Hier ist es zwar weniger geworden, aber das spielt ja erstmal für dieses hier keine Rolle, ne? So, jetzt ist das Ziel erreicht. Jetzt bedeutet das im Endeffekt, wir müssten noch mehr Rabbits machen. Machen wir die doch mal dahin. Hier wäre noch mal Geld. Das heißt, da machen wir noch mal Rabbits hin. Wir verlieren hier zwar andere Dinge dann mit dem Geld oder so, aber das ist ja erstmal Nebensache. Weil wir wollen ja das hier erstmal auf 23 bringen, ne? Gucken, ob wir das auch hinkriegen. Steigt ja wieder, ne? Aber aha, 19. Das Steigen ist jetzt nicht so schnell, ne? Oder ist die Vielfalt jetzt hier entscheidend vielleicht? Komm, machen wir den nochmal dahin. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. Aber das ist hier, ne? City Quest, ja. So, 18. Er geht auf jeden Fall voll rüber auf 19. Und 19 wird wohl auch noch voll, wenn ich das so sehe. Das heißt, er wird auf 20 gehen und dann wäre diese Aufgabe auch erledigt. Ja, haben wir erwischt. We did it. Jetzt haben wir wieder einen Draft bekommen hier. In der Desert. Jetzt können wir den zweiten machen mit dem Jasper und dem... Keine Ahnung, was für ein anderer Edelstein das war. So, jetzt war ja Miners Town wieder dran. Ne? Oder Pirates. Pirates braucht Geld und Population. Nee, Pirates Town wollten wir machen. Hier wären 10 Blueberries. Ich weiß immer nicht hier, das ist Pear Tree, das ist okay. Ja, hier wäre das. Das wäre jetzt aber. Wir sind hier in Miners Town, ne? Ne, sind wir nicht. Wir sind hier in Pirates. Das heißt, hier müssen wir jetzt definitiv nichts mit. Doch, mit Essen müssen wir auch was machen. 15 Population brauchen wir da. Und halt das Geld. Das heißt, Geld wegmachen wäre jetzt nicht so sinnig. Machen wir hier die Population hin, oder? Kann ich nicht, oder was? So, hier ist Obst, damit die wachsen. Hier ist auch Obst. Hier müssten wir aber kein Obst machen, sondern Geld oder Geld oder Obst.
Wen haben wir denn da noch so? Geld ist hier. Rabbits. Kriegen wir die Rabbits da hin? Guck mal, die machen hier noch eine Abhängigkeit untereinander halt, ne? Ja, das ist auch so eine Geschichte. Blueberries, die müssen weg. Was hat er denn hier für Optionen für uns? Geld. Kommt dann dahin. Was ist es denn jetzt hier? 8 und das. Wächst das jetzt hier? Aber nicht wirklich, ne? Hier sind wir 16, aber wir brauchen 19, steht da was. So, da kommt Geld hin. Die Blueberries sind doch immer noch da. Ah, die bringen auch Essen, das war ja auch so richtig. Aber da steht auch nichts mit Essen so wirklich, ne? Birnenbaum. Müssen wir jetzt noch im Wasser gucken hier. Was können wir denn im Wasser noch machen? Fische. Heringe. Output 15. Output 20. Was haben wir hier noch? 15. Da ist Geld. Da sind die Clownfische. Die haben noch dieses Extra, was ich nicht weiß, was es ist. Select the slot to create Clownfish there. 5 da. Schwierig. Output 60. Was macht er jetzt dahin? Ich hoffe jetzt die Heringe. Ja, macht er. So, damit steigern wir jetzt hier was? Ah, diese 8 hier. Aber die kriegen wir nie auf die 15 hoch, oder? 9. Und dann ist schon da Sabbat. Was haben wir jetzt hier? Essen? Essen. Das ist eigentlich auch Essen. Hier ist noch Mausgeld ist Geld. Die Population auf 15 hochbringen. Komm, wir versuchen es nochmal hier. Hat einer hier was mit mehr wie 10? Ah, hier sind 15 Rabbits. Aber hier haben wir schon überall Essen, ne? Nee, Agatha ist hier noch. Jetzt kriegen wir hier 11. Aber nicht die 15. Tuna. Was haben wir jetzt denn da? Da ist schon Tuna. Da sind die Heringe. Ah, hier ist das Agar. Ah, da ist keine Diversität da, deswegen geht das nicht. Okay, dann verwursen wir es aber mit den Heringen. So, und dann wird das hier mehr, aber auch nicht wirklich mehr, ne? Jetzt haben wir 11 und nicht 15. Ah, doch, steigt noch auf 12, aber nicht 15. Das ist jetzt so eine richtige Anglergemeinschaft hier, ne? So, und hier? Da ist jetzt Geld und Technologie gefragt, ne?
kannst du dann alles umswitchen hier. Hier ist Geld. Ich wollte da jetzt was hinmachen, dass wir Geld kriegen, aber die Geldmöglichkeiten sind doch sehr begrenzt hier im Wasser, ne? Jasper. Ja, kannst du nur die machen. Anchovy wäre das. Naja. Also es ist alles nicht so einfach, ne? Okay, da kann man Tag-Nacht-Wechsel machen und er hat jetzt hier das Geld hingepflanzt. Korallrock. Sonst ist hier nichts. Kann er das da auch noch hinmachen? Ja. Und wenn wir jetzt noch mal Geld einnehmen hier, da 15 und da 15. Und das ist jetzt hier auf 5 und steigt. Geht jetzt auf 6. Aber da bleibt es dann auch bei. Haben wir hier mehr wie 10 irgendwo? Nicht wirklich. Das wäre jetzt auch nicht besser. Eine Blume dann, ja. Das bedeutet, du kannst jetzt hier nur definitiv auf dem Feld. Jetzt sehe ich hier gar nichts mit. 10, wo sind die 10? Nur in Forest und Tiger können die, okay. Ach so, da müssen wir hier Wüste auswählen, so sieht's aus. 10 haben wir da, 5. Oh, hier ist 20 Quarz. Können wir den Quarz denn nochmal? Geht das dann noch mehr mit Quarz? Da ist gar nichts, wa? Und steigt das jetzt hier schon? Wir sind auf 8. 15 müssen wir hin, das wird nichts. Kannst ja hier auch nur noch dann machen. Wenn wir da fertig sind, kannst du es noch dahin machen. Dann sind wir hier auf 9 gestiegen gerade mal. Kommen jetzt vielleicht auf 10 und das war's dann, ne, oder? Ja. Da klappt jetzt nichts mehr, ne? Ja. Kann man hier noch was machen? Toolsmith. Was ist das hier noch? Ah, hier kann man was investieren. Aber irgendwie ist das auch nicht mehr möglich. Tja, ich würde mal sagen, wir haben einen Einblick von dem Spiel gehabt. Die Welt als solches ist ähnlich geblieben, denke ich.
Wir haben jetzt in der Übersicht, dass wir mehrere Planeten haben können und von einem zum anderen reisen und der wahrscheinlich unterschiedlich aussehen werden. Keine Ahnung. Wir haben immer noch die Giganten, die, glaube ich, immer noch die gleichen sind, die drei. Hier sind Dörfer oder Städte, die sich dann erweitern. Das hat sich auch nicht geändert. Also viel Änderung zum Original habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, würde ich hier mal so meinen. Ja, es ist immer noch ein cooles Spiel in dem Sinne. Für zwischendurch kann man ganz entspannt spielen. Aber man muss sich wahrscheinlich intensiver noch mit beschäftigen, damit man noch rausfindet, was man hier machen muss oder nicht machen muss, ne? Hier solche Sachen hier, da plus 5 ist das ja super, aber wie kann ich's, was kann ich tun hiermit, ne? Ich würde es einsetzen wollen, kann ich aber irgendwie nicht. Planet Shop. Geht alles nichts, ne? Not unlocked this option yet. Finished more planets to an. Ah, ich muss mehrere Planeten machen, um dann hier was anzulocken. Okay, da wisst ihr Bescheid. Das ist die Aufgabe für euch. Das Spiel euch dann für einen günstigen Preis zu holen, wenn es im Angebot ist oder sowas. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht das. Und ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal hier mit durch. Ich denke, kann man zwischendurch, wie gesagt, spielen. Ist ganz nett gemacht. Ist entspannend auf jeden Fall. Es macht Spaß in dem Sinne dann. Es ist jetzt kein actionlastiges Spiel oder so. Ist halt ein Casual Game mehr, ne? Alles klar, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.